Durch den reißerischen Titel Reicher als die Geissens war mir der Autor erstmal, ehrlich gesagt, ziemlich unsympathisch. Abgesehen davon, wer ist dieser Axel Fischer? Ich hatte von dem vorher noch nie was gehört. Trotzdem hat er zu dem damaligen Zeitpunkt sein Buch verschenkt und ich brauchte noch eine Urlaubslektüre, also habe ich es mir zuschicken lassen. Okay, ehrlich gesagt muss ich noch dazu sagen, so ein bisschen neugierig war ich schon, was mich denn da erwartet und was hinter diesem Titel steckt. Okay, also habe ich es mir schicken lassen, es kam an und was soll ich sagen, ich bin fast erschlagen worden. Nicht nur, weil es so ein dickes Buch ist, sondern vor allem auch, weil es solche nützlichen und wertvolle Informationen hat, die einem wirklich sehr, sehr viel weiterhelfen. Auf jeden Fall das eine Kapitel, das Glück liegt außerhalb der Komfortzone, hat mich besonders beeindruckt. Und als ich dann Zeit später von einem befreundeten Makler eine Immobilie angeboten bekommen hatte, eine Wohnung in Barcelona, stand ich tatsächlich an dem Punkt, aus meiner Komfortzone rauszugehen. Es war eine kleine Einzimmerwohnung, ideal als Kapitalanlage, mit Eigenkapital stemmbar, sah alles wunderbar aus. Und trotzdem, ich habe gezweifelt. Ich hatte Angst. Hat mich echt überrascht, denn ich hatte ja jahrelang als deutsch-spanische Rechtsanwältin damals ganz viele Kunden beim Kauf von Immobilien begleitet. Ich kannte die Fallstricke, ich wusste, worauf es ankommt, ich wusste, wie die Vorgehensweise aussieht. Es war eigentlich alles klar, aber in dem Moment hatte ich einfach Angst. Und dann kam mir das Kapitel wieder in den Sinn und habe gedacht, okay, was hatte der Axel Fischer damals gesagt? Geh immer, wenn du kannst, aus deiner Komfortzone raus. Habe ich mir in Erinnerung gerufen, hab dran gedacht und habe es angewendet. Und was soll ich sagen? Heute bin ich immer noch extrem zufrieden über meine damalige Entscheidung, denn auch heute noch bekomme ich jeden Monat regelmäßig Mieteinnahmen dank dieser Wohnung.